Unser heutiges Thema ist der Dachbodenausbau. Herzlich willkommen bei den Lebensträumen. Ich habe auch schon das geeignete Objekt gefunden, ich muss es nur mehr organisieren. Giuliani? Wunderbar, wir sind gleich unterwegs. Mitten im Stadtzentrum von Wien hat sich Familie Bauer ihren Lebenstraum verwirklicht. Hier im ersten Stock haben wir unser Esszimmer und unsere Küche. Wir lieben es hell. Und um es gemütlicher zu machen, haben wir einen Holzboden und Holzmöbel. Mhm. Angeblich gibt es in der Küche eine Speisekammer. Ja, die haben wir hier versteckt. Die ist hier drin. Kaum erkennbar. Aber groß. Aber groß und wahnsinnig praktisch. Und gleichzeitig haben wir auch noch eine Kühltruhe eingebaut. Den Kühlschrank hier. Mhm. Und dann hier hinten noch eine Austischschublade für Servietten und Tischtücher. Auch gut versteckt. Mhm. Und hier sind wir auf unserer kleinen charmanten Terrasse. Sobald es warm wird, kommen wir heraus und frühstücken hier draußen, stellen Tisch und Stühle auf und auch natürlich mehr Pflanzen, damit es gemütlich wird. Hier ist unser Wintergarten, da kommen dann noch Palmen rein. Und aus Rücksicht auf Denkmalschutz dürfen wir die kleinen Fenster nicht verändern. Da haben wir dann über zwei Stockwerke dieses riesige Panoramafenster eingebaut. Und was wir besonders lieben hier, ist unser hoher Raum. Das gibt uns so ein bisschen das Loftgefühl. Da fühlen wir uns sehr wohl. Bleibt die so? Na, da haben wir uns noch nicht ganz entscheiden können. Ja, das richtige Stück wird meine Frau sicher noch finden. Ja, wir wollten noch über ein paar Details reden, die schon fertig sind. Setzen wir uns doch bitte hin. Wohnen und Arbeiten, die Verbindung war uns recht wichtig. Wir haben ein schönes, ruhiges, hofseitige Lage gesucht fürs Arbeitszimmer und es ist schön hell. Im Sommer kann es hier sehr heiß sein. Es ist ein Dachbodenausbau mit einem großen Blechdach. Da haben wir eine Klimaanlage eingebaut und natürlich vor allem im Schlafzimmer ist es angenehm, wenn es kühl ist in der Nacht. Unseren Wirtschaftsraum haben wir ausgebaut, damit wir auch kleine andere Dinge unterbringen können und nicht so viel rumsteht. Durch die Treppe über zwei Stockwerke hat sich ein Hohlraum unter der Treppe ergeben. Da habe ich mit dem Architekten zusammen einen Stauraum ausgebaut und im Weiteren haben wir auch Einbauschränke überall, wo es möglich war, in der Wohnung eingebaut. Im Badezimmer habe ich ein paar von meinen Lieblingsbildern aufgehängt. Irgendwie gibt es hier überall Enten. Ja, das ist eine meiner Leidenschaften. Ich habe schon immer Enten sehr gern gehabt und wie Sie sehen, überall stehen sie herum. Also am Anfang, wie wir hier herkommen sind, waren noch Baustelle und es war unmöglich vorzustellen, dass wir je fertig werden würden. Ohne unseren Wohnberater hätten wir das Ganze nie geschafft. Für das Projekt der Familie Bauer waren die Baugenehmigungswege wohl komplizierter, als die günstige Finanzierung zu sichern. Dieser Dachausbau ist eine Investition, die sich für die Familie lohnt. Wir sind froh, dass wir es angepackt haben. Es ist genauso geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Es ist ganz einfach ein Traum. Unser nächstes Thema bei Lebensträume ist Architekt und Baumeister. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Bei Fragen zu Planung und Finanzierung, wir sind für Sie da.